Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei timetodo.ch. Wie Sie sehen, bin ich nicht im Studio. Ich sitze hier auf einem ganz bequemen Sessel. Wo bin ich? Nördlich des Bodensees in Mengen, in der Hypnosepraxis von Gerhard Schaffer. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung hierher. Gerhard, das Thema Hypnose ist ja immer so was, wo der Zuschauer, wenn er es als erstes Mal hört, denkt er immer an Rummelplatz. Daher kenne ich es auch. Als Kind gab es das noch auf dem Rummelplatz. Aber du bewegst dich nicht auf dem Rummelplatz. Du bist in einem ganz anderen Bereich tätig. Erklär mal kurz in 5 Minuten den Zuschauern, was du machst. Also ich arbeite in der medizinischen Hypnosetherapie. Das Wort Hypnose ist nach wie vor geprägt von irgendwelchen alten Mustern, von irgendwelchen alten Aussagen, von Überlieferungen, wo Menschen eigentlich nicht genau wissen, wie man den Begriff der Hypnose wirklich erklären kann. Der Bereich, den ich bearbeite, ist einfach, wie gesagt, die medizinische Hypnosetherapie, in der man Menschen die Möglichkeit gibt, in einem angenehm entspannten Zustand aufzuzeigen, woher ihre Probleme kommen. Das heißt, diese ganze Therapieform richtet sich mehr auf psychische Problematiken, auf Schockerlebnisse, auf traumatische Erlebnisse, die der Mensch dann nicht richtig verarbeitet oder gar nicht verarbeitet hat, die dann sein ganzes Leben irgendwie ihm Probleme machen, die dann natürlich bis in Krankheiten hineingehen können. Ist das so der Ansatz, wo du tätig bist? Also mein Ansatz ist, ich habe früher, wie ich noch jünger war, habe ich gehofft oder geglaubt, dass 50% der Krankheiten psychisch bedingt sind. Ich glaube jetzt, dass ein viel höherer Anteil der Krankheiten wirklich psychisch bedingt sind und über eine Manifestierung über Jahre, die sich im Körper breit macht, dann eben auch organisch wirksam wird am Körper. Wie lange machst du das schon? Ich mache es jetzt das 26. Jahr. Wow. Also ich habe ziemlich früh begonnen, mich für Hypnose interessieren. Ich habe zuerst eine ganz normale Bankausbildung gemacht, weil vom Elternhaus einfach erwartet wurde, dass man eine ordentliche Ausbildung hat, so wie es heißt. Und habe mich aber sehr früh schon, also mit 14, 15, dafür interessiert, für alles, was mit Krankheit zu tun hat, was mit Heilung zu tun hat. Und bin dann Stück für Stück mit der Hypnose immer näher zusammengekommen und habe dann in der Bank irgendwann einmal entschlossen, dass ich mich ausbilden lassen werde, dass ich das Bankleben verlassen werde und habe dann begonnen, meine Ausbildungen zu machen. Vielleicht hättest du sollen mit der Ausbildung bei der Bank bleiben und immer der Direktor hypnotisieren, dass er mehr Geld den Leuten auszahlt oder so. Ja, das ist so ein genau dieses Bild, sieht man eben oft in der Öffentlichkeit. Man muss, und das ist ganz wichtig, unterscheiden zwischen klassischer Hypnose und der Hypnosetherapie. Die klassische Hypnose, die man in verschiedenen Fernsehformaten sieht, zum Beispiel, wo ein größerer Mann einer kleineren blonden Frau in die Augen sieht und mit einem Schnipper oder mit einem Wort diese Frau oder diese Dame dann in Hypnose versetzt, das ist möglich, das gibt es bei der klassischen Hypnose. Aber die medizinische Hypnosetherapie unterscheidet sich eben vollkommen von dem, weil man den Menschen nicht einschläfern möchte, sondern eigentlich ich in meiner Therapie wacher machen möchte, als er sonst ist. Das heißt, ich gebe ihm die Möglichkeit, sich sehr tief zu entspannen. Also der Körper wird wirklich sehr tief entspannt. Der Mensch weiß, dass er da liegt auf meinem Behandlungsbett, auf meinem Wasserbett. Aber gleichzeitig hat er plötzlich Möglichkeiten, Zusammenhänge zu sehen und draufzukommen, die von der Kindheit bis jetzt ins Erwachsenealter rühren. Aha, also das ist gar kein komplett Wegdrehzustand, sondern du bist noch in der Realität, aber in einem geistig so entspannten Zustand, dass du auf diese Bereiche zugreifen kannst. Also ich möchte so erklären, beim Menschen ist es so, dass der Verstand der wichtigste Teil in unserem Körper geworden ist. Und ich versuche bei der Hypnosetherapie durch die Entspannung den Verstand zu entspannen, mit körperlicher Entspannung. Und wenn der Verstand nachlässt, wenn er sich entspannen kann, tritt das Gefühlsleben mehr in den Vordergrund. Und wenn man in einem Bereich ist, wo Gefühlsleben und Verstand ungefähr auf einer Ebene sind, dann kann man sehr gut in das Gefühlsleben hineinkommen und schauen, woher ein Schmerz kommt, woher eine Traurigkeit kommt, woher ein Schuldgefühl kommt, woher ein Gefühl kommt der absoluten Unzufriedenheit, woher Schlafstörungen kommen. Das ist meines Erachtens nur in diesem Bereich möglich, wo jetzt das Gefühl eben auch Einfluss nimmt. Weil vom Verstand her alleine zu klären, warum ein Schuldgefühl da ist, wenn ich mich an solche Situationen nicht mehr erinnern kann,
wo das wirklich entstanden ist, ist es ein Ding der Unmöglichkeit. In einer Gesprächstherapie, die ich auch sehr wichtig finde, bei einigen Menschen wichtig finde, dass man versucht draufzukommen, aber wenn im Verstand das nicht auffindbar ist, dann wird eine solche Therapie oft sehr, sehr lange geführt. Oder führt nicht zum gewünschten Ergebnis dann irgendwann. Ja. Liebe Zuschauer, bevor wir uns mit drei Klienten unterhalten dürfen, die sich bereit erklärt haben, ihre Erfahrungen bei der Hypnosetherapie in die Öffentlichkeit zu bringen, geht es mir noch um einen Punkt. Was aus den 26 Jahren Praxis beim Gerhard Schaffer, welche Thematiken waren denn die offensichtlichsten und wo ist es am einfachsten, mit dieser Hypnosetherapie Erfolge zu erzielen? Komme ich mal gerade dazu, wenn du jetzt die 26 Jahre vor deinem geistigen Auge so zurücklaufen lässt, was waren die häufigsten Thematiken, die in den 26 Jahren bei dir aufgeschlagen sind? Also die Thematiken sind sehr unterschiedlich. Es ist natürlich so, dass jeder Therapeut dann irgendwann einmal seine Spezialgebiete findet. Aber es ist so, dass Angstpatienten zum Beispiel ein sehr häufiges Klientel ist, dann Menschen mit verschiedenen chronischen Schmerzen, wo die Medizin nicht mehr zugreifen kann, Leute, die austherapiert sind. Dann habe ich Menschen, die in einem früheren Lebensabschnitt irgendwelche Trauma das erlebt haben, also Erlebnisse, wo sehr viel Energie, sehr viel Emotion passiert ist. Also ich habe Leute, die bei einem Unfall dabei waren, wo jemand gestorben ist. Ich habe Leute, Schockerlebnisse. Aber auch, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe Firmenbosse bei mir, die einfach auf der Suche nach ihrem Glück sind zum Beispiel. Ich habe Leute, die zu mir kommen, die jetzt nicht unbedingt ein aktuelles Problem haben müssen, sondern unter Schlafschwierigkeiten leiden und unzufrieden sind. Unzufriedenheit, ja. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt in unserer Zeit. Das sind meines Erachtens, also eine Unzufriedenheit ist natürlich keine klassische Krankheit. Aber ich sage, eine Schlaflosigkeit, eine Einschlafschwierigkeit, eine Durchschlafschwierigkeit, eine Hautveränderung im Erwachsenenalter sind Signale, die unser Unterbewusstsein zeigt, weil irgendetwas in unserem Leben nicht so läuft, wie es laufen sollte. Ich habe vor kurzem ein Buch gelesen, das ist auf der zweiten Seite gestanden. Depression ist gleich falsch gelebtes Leben. Absolut. Es kommen Leute zu mir wirklich, die jetzt auf der einen Seite, wie ich gesagt habe, große Firmen führen und sich auf dem materiellen Sektor alles erkaufen konnten, was möglich ist. Und auf der anderen Seite merke ich, dass diese Leute eben auch nicht glücklich sind. Und da kommen Leute, die einfach sagen, ich suche nach mir oder ich möchte wissen, worum es wirklich geht. Sowas biete ich auch an, weil das natürlich im Gefühlsleben liegt und mit dem Menschen, wenn er zu sich findet, ganz, ganz einfach drauf zu kommen ist, wohin der Weg gehen sollte. Ich glaube auch, dass das die große Herausforderung unserer Zeit ist. Wir wurden sehr lange in den Aufbaujahren, wenn man das so in der Historie ein bisschen verfolgt, ins Außen geholt, also ins Aufbauen, ins Erschaffen, Erbauen. Wenn wir gucken, was in den letzten 100 Jahren an Patenten eingereicht wurde, sensationell. Also das ist so ein Bogen nach oben gegangen. Aber alles war im Außen. Das heißt, wir haben nicht darauf geachtet, was passiert mit uns in diesem Ganzen. Noch mehr arbeiten, noch mehr Gut, noch mehr Materie sich anschaffen. Und jeder will ein Haus und jeder will ein tolles Auto. Aber das zehrt uns aus. Und das ist das große Problem. Die Menschen, und das hast du Erfahrung bestimmt auch, die sind dann irgendwo, ich sage immer so, ab 45, 50 geht dann das Nachdenken los. Und dann fängt plötzlich die Krise an, wenn ich sehe, gut, jetzt habe ich den Ferrari in der Garage und noch zwei Oldtimer und eine tolle Hütte. Aber meine Beziehung ist nicht glücklich, mit meinen Kindern habe ich Streit, mit meinen Nachbarn komme ich nicht klar, im Geschäft geht es auch drunter und drüber. Das macht uns dann krank. Ich sehe bei den Leuten, die jetzt mit Problemen zu mir kommen, es gibt ja ein paar Möglichkeiten, um von diesen Problemen abzulenken im eigenen Leben. Es gibt Leute, die nehmen einfach Medikamente, um das nicht zu spüren, wie es ihnen tatsächlich geht. Es gibt Leute, die essen viel Schokolade. Oder rauchen. Holen sich die Süße ins Leben. Ja. Auf irgendeine Art und Weise. Oder es gibt auch einen großen Anteil von Menschen, was in der Wirtschaft natürlich am liebsten gesehen wird. Menschen, die dann unermüdlich arbeiten, auch Überstunden leisten, weil sie eben dadurch nicht über ihr Leben nachdenken müssen. Ja, und wir wissen ja, nicht ohne Grund, das haben ja Abwasseruntersuchungen gezeigt, ist gerade in den Städten, Zürich zum Beispiel, der Kokainanteil im Grundwasser, im Abwasser ist der Hammer, wie hoch der ist. Also die Menschen pushen sich hoch, um dieses Leistungsbewusstsein
zu erfüllen und hinzugehen und sagen, ich kann das 15 Stunden jeden Tag. Ja. Wobei ich sagen muss, habe ich auch mal gedacht und ich habe ein bisschen feststellen, ich kann es nicht. Ich hab gestern einen ganz interessanten Film noch gesehen, wo eine Aussage war, dass je höher ein Land entwickelt ist und je besser es einem Land geht, desto mehr Therapeuten gibt es in einem solchen Land. Und das sollte uns auch zu denken geben auf irgendeine Art und Weise. Genau, das ist es. Und da sehen wir auch hier das klassische Beispiel. Die Schweiz, ein Land, was in Europa Führung hat, was der Finanzdienstleistungsbereich trifft. Viele gestresste Manager, viele gestresste Leute, die in Banken und anderen Bereichen arbeiten. Pharmazie genauso, Verdrängungswettbewerb, überall wird versucht, noch den letzten Rappen irgendwo rauszuholen. Aber wie gesagt, das ist nicht das Ziel unseres Lebens. Das wurde uns vielleicht zu lange erzählt, dass es so ist. Jetzt, Dankeschön für die ganzen Erklärungen, Gerhard. Gehen wir mal zur Stefanie. Stefanie, du bist eine der Klienten, die uns da ein bisschen Rede und Antwort steht, wie das Ganze so für sie war. Was ich immer als erstes wissen will, wie bist du überhaupt auf das Thema Hypnosetherapie gekommen? Wie hast du denn Gerhard Schaffer gefunden? Das war eigentlich über meinen Freund. Der war beim Gerhard Schaffer schon vor etlichen Jahren mal und wir hatten dann unseren ersten Pärchenurlaub in Ägypten und saßen dann abends an der Hotelbar und er hat mir dann so eindringlich von dieser Therapiewoche erzählt, dass mir wirklich die Tränen runtergelaufen sind, weil das einfach so schön war, was er erzählt hat, dass ich echt gesagt habe, boah, ich muss da auch mal hin. Und mir ging es aber damals gut, es gab jetzt keine Notwendigkeit, dass ich so eine Therapie mache. Das kam dann 2 Jahre später quasi, dass ich dann die Chance hatte und mir gedacht habe, so jetzt packe ich es und jetzt gehe ich mal zum Gerhard. Was waren so die Auslöser? Du musst uns nicht jetzt genau sagen, was die Probleme waren, die du hattest, aber war der Auslöser eine psychische Belastung in deinem Leben oder war es sowas, wie der Gerhard vorhin geschildert hat, ein Schockerlebnis? Warum dachtest du, kann er dir helfen? Es ging eigentlich um meinen beruflichen Weg. Also ich komme ursprünglich aus dem Journalismus, habe beim Radio gearbeitet und war einfach auch so auf die Karriere fixiert und ja, toll im Radio und Fernsehen und so. Und habe aber dann einfach nach einer Weile gemerkt, dass es mir immer schlechter und schlechter geht. Also es ging wirklich so weit, dass ich morgens aufgestanden bin und mir gedacht habe, oh, hoffentlich werde ich krank oder irgendwas. Hauptsache, ich muss da einfach nicht hingehen in die Arbeit. Und dann habe ich einfach gemerkt, okay, irgendwas läuft da gerade schief. Und habe mich dann auch wirklich durchgerungen zu kündigen. Und bin dann aber wirklich in so ein Loch reingefallen, wo ich gesagt habe, okay, also ich weiß zwar jetzt, das ist es nicht, aber wie geht es jetzt eigentlich weiter? Was soll ich mit meinem Leben anfangen? Und das ging dann wirklich so weit, dass ich so gar keinen Sinn mehr im Leben gesehen habe. Also dass ich echt so ohne jede Energie war und mir gedacht habe, okay, ich muss mich jetzt wirklich damit auseinandersetzen, was will ich mit meinem beruflichen Leben mit mir, ja, anfangen. Genau. Ja, den Zustand, den die Stefanie eben geschildert hat, wären das so die Signale, wo man eigentlich als Zuschauer jetzt erkennen könnte, ups, das ist bei mir auch so, auch ich gehe nicht gern zum Arbeiten, weil dieser Zustand der Unzufriedenheit und führt zum Unwohlsein, sage ich immer, und das Unwohlsein führt irgendwann in ein Krankheitsbild hinein. Ich habe einfach das Gefühl, dass es sehr viele Menschen gibt, die gelernt haben zu ertragen, auszuhalten, Masken aufzusetzen und irgendwann sich wundern, warum sie krank geworden sind. Also so wie ich die Steffi kennengelernt habe als so junger Mensch und zu spüren, dass man nicht weiß, wo der Weg hingeht und eben diese Unzufriedenheit zu merken und vielleicht auch beim Einschlafen zu spüren, es klappt nicht so, wie ich das eigentlich gewohnt bin. Dort setzt man eigentlich schon an und sagt, der Körper signalisiert mir, irgendetwas stimmt nicht und dort bitte ich die Leute, und die müssen nicht zu mir kommen, aber dort bitte ich die Leute einfach nachzudenken, ihr Leben zu reflektieren. Ich habe ganz kurz noch erklärt, mit 24 Jahren einfach einen Abend Zeit genommen für mich, ein A4-Blatt zusammengefaltet, links mir aufgeschrieben, alles, was mich in meinem Leben stört und was mir Kraft kostet, Energie kostet. Und rechts habe ich mir aufgeschrieben, was ich gerne machen möchte, was mich begeistert, was mir Kraft gibt. Und habe dann innerhalb von 3 Monaten mein Leben wirklich selbst so auf den Kopf gestellt. Es waren keine schwierigen Sachen, aber ich habe mich von Leuten getrennt, die mich belastet haben. Ich bin dann aus der Bank rausgegangen, wo ich gemerkt habe, es ist ein sehr schöner, sauberer Beruf. Aber selbst dort sind Leute gekommen, die von mir wissen wollten, ob ich ihnen irgendwie menschlich weiterhelfen kann. Und wenn man dann sowas spürt, dann ist, glaube ich,
noch bevor es im Ohr einen Tinnitus gibt, bevor sich die Haut verändert, um mir noch eindrücklicher zu zeigen, dass irgendetwas nicht stimmt. Dort sollte man sich auf den Weg machen, bevor an der Körper sonst irgendwann in die Krankheit fallen muss. Genau, du hast einen tollen Ansatz gerade gesagt mit dem Thema Tinnitus. Da weiß die medizinische Forschung auch heute schon, dass Tinnitus eine Überlastungskrankheit ist. Das heißt, Menschen, die das bekommen, die haben irgendwo in ihrem Leben richtig Stress gehabt. Haben wir vor kurzem erst einen Fall, der uns berichtet wurde, wo es genau so war. Der Mann war ständig unter Druck, die Zahlen jedes Jahr höher geschraubt, dass der ständig drucken musste. Und hat mit 34 Tinnitus bekommen, dass er 2 Jahre später mit der IV, ist in der Schweiz die Versicherung für Invalidität, IV-Bezügler dann war, weil er nicht mehr arbeiten konnte. Und das nur, weil er es nicht auf sich geachtet hat, sondern immer im Außen alle Anforderungen erfüllen wollte. Der Eltern, der Lehrer, dem Chef, immer, ich bin ein Toller, ich hier, toll, super. Aber das bringt uns nichts, wenn Dritte uns auf die Schulter klopfen. In uns drin müssen wir uns auf die Schulter klopfen und da feststellen, dass wir in der Ruhe sind und dass wir zufrieden sind. Und ich sage immer so als Level, wissen Sie, wenn Sie morgens aufstehen, und das ist so mein Thema, das Erste, was ich mache, lächeln. Ja, weil ich es toll finde, ein neuer Tag, dann gucke ich zum Fenster raus, da ist mir egal, ob es bewölkt ist oder die Sonne scheint, weil in mir ist es Licht und nicht da draußen irgendwo. Also kann mich die Äußerlichkeit nie aus meiner inneren Mitte holen, aber das weiß ich auch erst, als ich solche Menschen kennengelernt habe, wie den Gerhard Schaffer, der dir einfach Dinge erklären kann. Weil die Schule erklärt es uns nicht, das Fernsehen erklärt es uns nicht, das erklärt uns nur, gehen Sie zum Arzt und holen Sie sich eine Pille. Ob das der Weg ist, möchte ich dahingestellt sein lassen, muss jeder Mensch selbst entscheiden. Stefanie, jetzt komme ich nochmal zu dir. 2015 hast du mir im Vorgespräch gesagt, war deine Behandlung, ist ganz toll, jetzt kannst du auch gut drüber reflektieren. Erstmal, wie waren die Behandlungen, als du das erste Mal hier warst? Wie hast du das wahrgenommen? Das war der Wahnsinn. Also ich muss wirklich sagen, diese Woche beim Gerhard war für mich eines der allergrößten Geschenke, die ich wirklich in meinem Leben erleben durfte. Mhm. Wirklich, also das war einfach nur der absolute Wahnsinn und ich schöpfe wirklich jeden Tag Kraft aus dieser Woche. Also es gibt eigentlich keinen Tag seitdem, wo ich nicht daran denke, an diese Woche. Und ich trage das wirklich wie so ein Geschenk, wie so ein Schatz in meinem Herzen wirklich, wo ich jeden Tag draus schöpfen kann. Das war einfach für mich der absolute Knaller und das, was man mit Worten kaum beschreiben kann, eigentlich, was ich da erlebt habe. Jetzt muss ich auch nochmal zurück, jetzt hast du gerade gesagt, eine Woche. Das heißt, du bist jeden Tag hierher gekommen und hast dann, oder wie erklär mal kurz, wie so eine Therapie abläuft. Ja, das ist auch etwas Spezielles. Ich glaube, von meinen Patienten raushören zu dürfen, dass 50% von diesem Therapieerfolg, den ich Gott sei Dank haben kann, daraus resultiert, dass mein Behandlungskonzept vollkommen anders ist. Also ich habe nicht vor, vielen Leuten ein bisschen zu helfen, sondern ich habe mir als Konzept gesetzt, dass ich wenigen Leuten, so wie es halt zeitlich möglich ist, sehr gut und effizient zu helfen. Die Leute, die zu mir kommen, ich habe Wochen, wo ich nur einen einzigen Patienten habe und mich nur um diesen kümmere. Das heißt, so wie es in dieser Woche war, der Patient wird aus seinem Familienverband herausgenommen. Die Leute kommen jetzt, so wie die Steffi zum Beispiel aus Augsburg, oder der größte Teil, den ich habe, die kommen aus der Schweiz und aus Liechtenstein. Und die kommen dann her, sind hier untergebracht in einer Pension oder in einem Hotel oder in einem Privatzimmer, wo man eben untergebracht sein möchte. Und ich arbeite mit diesen Leuten dann 2-, 3-mal am Tag und kann mit dem großen Glück direkt am Problem dabei bleiben. Wenn ich jetzt eine übliche Psychotherapie anschaue, wo ich jetzt sage, ich behandle ein Problem und dann geht der Patient nach Hause, vielleicht 2 Wochen und kommt in 2 Wochen wieder für 50 Minuten, da passiert im Leben eines Menschen so viel, dass ich dann wieder bei irgendwann minus irgendetwas anfangen muss. Wollte ich gerade sagen, haut es wieder zurück. Hat er in denen 2 Wochen zu Hause irgendeine Action, was weiß ich? Ein Streit mit der Mutter, ein Streit mit dem Freund oder mit dem Mann. Die klassischen Dinge, die man so kennt. Das wirft uns zurück. Hier ist es so, wir kommen in der ersten Stunde auf irgendetwas drauf, zum Beispiel. Der Patient oder die Patientin kann sich dann im Hotel ausruhen, kommt 2 Stunden später wieder her und wir arbeiten direkt dort weiter. Und man macht nichts für den Beruf, man macht nichts für die Familie, man muss nicht kochen, sondern man hat endlich einmal Zeit
für sich selbst. Ja. Und da gibt es im Hotelzimmer ganz interessante Erfahrungen, wo Leute auf einmal draufkommen, Zusammenhänge auf einmal sehen, die sie unter dem Alltagsstress, den wir alle haben, überhaupt nie erkennen würden. Auf einmal merkt man, boah, ich habe ja dieses Problem nicht erst seit 3 Jahren, wo ich geglaubt habe, sondern das habe ich vor 10 Jahren auch schon einmal gespürt. Und diese Zeit, die man dann mit sich bringt, ist wirklich goldeswert, wirklich goldeswert. War das bei dir dann auch so, dass du nach der Behandlung, warst du eigentlich ängstlich so am Anfang mit Hypnose und so? Sagt, oh, mal war es nicht? Oder wie war es bei dir? Also Angst hatte ich jetzt keine vor der Hypnose, weil ich das einfach durch die Erzählungen von meinem Freund kannte, dass es jetzt nichts Schlimmes ist. Aber ich bin hier schon mit sehr viel Aufregung hergefahren und also das Herz hat schon geklopft. Ja, doch, also ich war schon extrem aufgeregt und nervös, weil man auch... Ich denke, das Unterbewusstsein hat einfach auch gespürt, es geht jetzt an die Substanz und jetzt passiert was Wichtiges und das spürt man einfach vorher. Und nach der Behandlung, wie würdest du für die Zuschauer deinen Zustand beschreiben, der sich dann danach so aufgebaut? Wie würdest du das mit deinen Worten erfassen? Also ich bin mit einer wahnsinnigen Leichtigkeit hier rausgegangen und habe schon gemerkt, als ich wieder so nach Hause gefahren bin, es wird wieder enger und enger, ja, so dieses ganze Umfeld, was alles wieder so wie so ein Korsett sich um einen legt. Aber ich habe einfach durch die Woche hat sich so viel bei mir getan. Also ich habe in dieser Woche einfach Gefühle erlebt, die hatte ich weder davor noch danach jemals wieder irgendwie erleben dürfen. Also es hat in meinem ganzen Körper vibriert und also es war wie ja, elektrisiert sein. Also das waren einfach Gefühle, das waren Erlebnisse, die mir wirklich... Ich hatte einen Moment, wo ich draußen saß im Auto und mir wirklich gedacht habe, okay, was war das denn jetzt? Also wirklich, wo mein Verstand einfach nimmer mitgekommen ist, wo ich gedacht habe, was ist gerade passiert? Also ich saß wirklich nur da, habe in die Leere geguckt und mir gedacht, Wahnsinn. Also diese Gefühle, die ich da hatte. Das heißt, man kann es so umschreiben mit den Worten Leichtigkeit, wieder Freude empfunden, eine gewisse Zufriedenheit gespürt, ein Wohlfühlgefühl gehabt. Das heißt, du warst wieder in dir, bei dir und hast auch dich gespürt. Nicht nur Hektik und Außen, sondern sich selbst spüren auf allen Ebenen. Konntest du vorher auch schlafen? Gab es da auch ein Problem bevor? Oder war das immer gut? Das war soweit eigentlich okay. Das war soweit okay. Ist ganz eindrücklich, vor allen Dingen, hat der Zustand jetzt die letzten 2 Jahre angehalten? Bis heute, fühlst du dich heute auch noch in deiner Mitte? Oder hast du schon wieder irgendwelche Rückschläge müssen hinnehmen? Also ich meine, klar, das Leben nimmt seinen Lauf und natürlich kommen da immer Dinge und man ist nicht jeden Tag jetzt Highlife gut drauf und so, das jetzt nicht. Aber wie gesagt, ich habe diese Woche einfach dieses Erlebnis für mich als so einen Schatz in mir drin, wo ich jeden Tag draus schöpfen kann einfach. Und das ist entscheidend. Und man muss auch sagen, das Leben von der Steffi hat sich auch natürlich extrem gewandelt. Also es hat Veränderungen gegeben. Wo man persönliches schon ganz Umfeld. Ja, und beruflich halt vor allen Dingen eben auch. Ja. Also da war dann einfach der Weg frei nach dieser Therapie, wo sich einfach, also ich war halt einfach blockiert und eingeschränkt durch viele Dinge, die man so mit sich rumschleppt, mit so einem Rucksack. Und das konnte ich einfach ablegen. Ja. Und dann habe ich einfach, bin jetzt nicht nach dieser Woche raus und habe gewusst, okay, ich möchte jetzt genau den und den Job haben, sondern ich wusste eher, also ich konnte fühlen, wohin es gehen soll, was für ein Mensch ich in dieser Welt sein möchte, was für einen Wert ich für die Menschen und für die Welt schaffen will. Und wenn man das Gefühl einfach mal gespürt hat, wie es denn mal sich anfühlen muss, wenn man beruflich angekommen ist, ja, dann hat man das einmal erlebt und dann ist die Sache klar. Und das hat mich so verändert, so tiefgreifend wirklich verändert, ja. Und das ist eben auch das Ziel der Therapie. Also ich möchte niemals, dass ein Mensch 3 Monate später sagt, Herr Schaffer, ich brauche Sie noch immer. Und ein Jahr später, ich brauche Sie noch immer. Sondern mein Ziel ist es, die Menschen, die sich mir anvertrauen, denen ich auch ganz dankbar bin, dass sie das machen, sie auf die eigenen Füße zu stellen. Selbstständig mit sich arbeiten zu können, selbst in sich durchs Leben gehen zu können, also ihre Mitte zu finden. Ich glaube, dass mich kein Patient braucht mehr, der seine Mitte gefunden hat. Und wenn er weiß, was er zu tun hat
Und ich erkläre es immer wieder den Leuten, wenn ich sie frage, was möchtest du in deinem Leben? Und dann sagt mir ein Patient, ich weiß es gar nicht genau. Dann sage ich immer, stell dir vor, da draußen bleibt ein Taxi stehen und er dreht sich um und sagt zu dir, wohin möchtest du? Und du sagst ihm, wenn ich ehrlich bin, ich weiß es nicht. Also das forme ich in dieser Therapie, dass die Leute dann wirklich wissen, sie haben das ganze Werkzeug, das sie brauchen, um durchs Leben zu gehen. Ich zeige ihnen nicht nur das Werkzeug, sondern ich zeige ihnen auch, wie sie das Werkzeug verwenden können. Und dann laufen die ganzen chemischen Reaktionen im besten Fall, wenn in uns die Sonne scheint, genau so, wie sie gedacht sind. Liebe Zuschauer, Sie haben es gehört, es gibt Wege in die innere Freiheit und Sie müssen sich halt entscheiden, welchen Weg Sie gehen wollen. Ein anderer Heiler, den ich sehr schätze, sagt immer, du musst entscheiden, wie schwer dein Rucksack sein soll, den du durchs Leben tragen willst. Und wenn du halt dir 100 Kilo auflädst, ja, dann wirst du ewig gebückt und gegrämt und irgendwann krank durchs Leben gehen. Und den Rucksack muss man mal leer machen da hinten, weil der gehört gar nicht zu uns. Den hat man uns aufgesetzt. Schule, Ausbildung, falsche Vorstellungen, wird alles in uns hineingegeben. Wir werden zum Gehorsam erzogen, wir nehmen das an und tun das und schwuppdiwupp stellen wir irgendwann fest, hoppala, wieso geht's mir denn nicht gut? Ja, weil ich halt doch nicht kritisch war und habe diese ganzen Regeln, die man mir irgendwann vorgegeben hat, nicht irgendwann selbst überprüft, ob die für mich das Richtige sind. Im zweiten Teil werden wir noch das Thema der Therapie ein bisschen tiefer angehen. Wir haben noch zwei Klienten, die ihren Fall schildern, dass sie auch sehen können, wo ist die Therapie, für wen, für welche Problematiken. Und wenn das Ergebnis so ist, wie es uns die Stefanie gerade geschildert hat, dann ist es natürlich hervorragend. In diesem Sinne, wir sind gleich wieder da. Wir gehen kurz in die Werbung. So fühlt sich Ihr Immunsystem an, ohne das Z-Immunfit. So fühlt sich Ihr Immunsystem an, mit dem Z-Immunfit. Noch irgendwelche Fragen? So, liebe Zuschauer, wir sind nach unserer kurzen Werbeunterbrechung wieder zurück. Heute hier in der Praxis von Gerhard Schaffer in Mengen. Nicht weit weg von der Schweiz. Sie können schnell hier sein, um auch sich mal in so eine Behandlung zu begeben, die vielleicht ganz andere Tore in uns wieder aufmacht, die über Jahre, vielleicht Jahrzehnte verschlossen waren. Bei uns ist jetzt der Werner. Dankeschön, Werner, dass auch du dich zur Verfügung stellst. Du bist ja jetzt erst seit kurzem in Behandlung. Wie bist du denn auf den Gerhard gekommen? Also ich habe das von Freunden gehört und habe gehört, dass der Gerhard ein Seminar macht in Rorschach in der Schweiz. Habe mich dann dort beim zweiten Mal, ich habe zuerst ein bisschen Bedenken gehabt, angemeldet. Und der Gerhard hat dann seine Arbeit vorgestellt, wenn er schafft. Wir haben dort auch kurz Hypnose gemacht und bin dann ein bisschen unsicher gewesen. Und am zweiten Tag bin zum Gerhard her und habe einen Handschlag gegeben und gesagt, ich komme. Und ich glaube, Gerhard hat mir mal gesagt, sie geht Torzberg gestanden. Die Frage, ich habe vorhin schon gesagt, dass du Unternehmer bist. Ja. Was war für dich der gewesen? Jetzt Pension wahrscheinlich. Genau. Ne? Was war für dich denn der Ansatz, eine Behandlung mit dem Gerhard zu suchen? Also der liegt schon in meiner Jugend. Ich habe gemerkt, dass ich in meiner Jugend, dass ich einfach etwas mit mir nicht stimmt. Ich war sehr eingeschränkt in den Gefühlen, meine Gefühle nicht können zeigen, hatte Ängste gehabt, hatte kein Selbstvertrauen gehabt. Und später habe ich auch gemerkt, dass mit mir körperliche, also ein Herzproblem gehabt, wo man die untersucht hat, hat man nicht gefunden und einfach in dieser Art. Dann kommen wir gerade wieder zurück, sorry, zum Gerhard.
Da war jetzt eigentlich klassisch der Beweis, dass diese in der Jugend aufgebaute Problematik im psychischen Bereich sich über die Zeit hinweg irgendwann dann bis zur körperlichen Reaktion entwickelt. Es ist für mich, deswegen war ich auch so dankbar. Ich habe noch nie in meinem Leben irgendeinem Menschen gesagt, bitte komm zu mir in Therapie. Beim Werner ist es so gewesen, dass wir uns gegenübergestanden sind. Ich habe ihm gezeigt am ersten Tag, wie ich arbeite. Und am zweiten Tag haben wir eben ein Gespräch gehabt und ich habe gewusst, wenn du zu mir kommst, ich kann dir helfen, 100%, ich weiß das, das habe ich gespürt. Das war bei mir auch wirklich so, dass mir die Haare gestanden sind und es ist manchmal so ein Gefühl, wo ich einfach spüre, es passiert etwas. Und er ist für mich eben der klassische Fall, erfolgreicher Unternehmer gewesen, gespürt, dass irgendetwas nicht so stimmt, aus einer Unternehmerfamilie rausgekommen, dann hat man Erfolg im Betrieb und geht eben durchs Leben und unterdrückt diese zweite Schiene eben oft. Und irgendwann macht sie sich bemerkbar und irgendwann spürt man am Körper, irgendetwas stimmt vielleicht nicht so. Und dann diesen Turn zu bekommen, dass man sagt, okay, ich gehe jetzt dort oder dort oder dorthin. Es ist auch nicht einfach, den für mich besten Therapeuten zu finden. Weil wenn er jetzt nicht von einem Bekannten oder einem Freund etwas hört, der jetzt zufälligerweise bei mir gewesen ist, die gelben Seiten aufzuschlagen und sagen, ich suche einfach bei 55 Psychotherapeuten einen aus, der mir helfen könnte. Sehr schwierig. Ein Ding der Unmöglichkeit. Und es hat bei uns, also es hat bevor wir begonnen haben, schon gestimmt bei uns. Und das ist für mich auch sehr, sehr viel wert, dass ich mich mit den Menschen, die zu mir kommen, ich kann mir die fast aussuchen. Und das ist ein riesengroßer Vorteil. Und das hat bei uns von der ersten Begegnung an. Ich muss noch mal bei was einhaken, was der Werner gerade gesagt hat. Seminar. Das ist ja hier deine Behandlung, aber du tust auch für die Menschen, die wie der Werner nicht sich ganz sicher sind, weil wir haben ja gesagt, Hypnose kennt man vom Murmelplatz an der Masse und das ist ja im Prinzip nicht das, was du machst. Das heißt, auf diesen Seminaren, wie oft machst du die? Ich mache das, weil die Nachfrage insgesamt nach der Therapie relativ groß ist. Ich mache das zweimal im Jahr, einmal im März und einmal im November. Und für mich ist das eben ganz, ganz wichtig, den Leuten zu zeigen, was Hypnose ist und vor allem zu zeigen, was Hypnose nicht ist. Und dort am Seminar haben die Menschen die Möglichkeit, das haben wir auch gemacht, in Übungen, wo jeder seinen eigenen Kopfhörer hat, seine eigene Liege hat, schon einmal zu spüren, wie funktioniert Hypnose wirklich. Also das hat dort schon... Das heißt, es ist auch von der Anzahl der Teilnehmer begrenzt? Sehr, sehr begrenzt, ja. Das heißt, wie viele maximal? Also maximal 15 Leute nehme ich zu einem solchen Seminar. Da muss man sich dann rechtzeitig anmelden, weil das ist natürlich wenig. Das ist eben wieder, also mir ist auch vorgeschlagen worden vor kurzem von einem Konzernmanager, der halt in großen Zahlen denkt, ich sollte keine Vorträge machen für 50 Leute, so wie ich es gern mache, sondern ich soll Vorträge vor 500 Leuten machen. Und da habe ich eben gesagt, also so glücklich, wie ich jetzt bin und so gut, wie es mir jetzt geht als Therapeut und als Mensch, das verändert sich nicht, wenn ich auf einmal viel mehr Nachfrage habe als jetzt. Also ich habe jetzt gute Nachfrage und ich bin jetzt glücklich und ich würde mich nur noch mehr einschränken. Und das kann ich wollte gerade sagen, dann geht es zu deinen Lasten. Wenn du dann nur noch arbeitest, wieder von morgens bis abends, gehst du in die gleiche Spirale wieder hinein. Das ist nicht mein Ziel. Ich habe ein Behandlungskonzept, das sich abhebt von anderen. Das weiß ich und ich weiß, dass es funktioniert. Erfolgreich ist, genau. Und ich halte an dem fest und möchte das auch nicht unbedingt für Sie wie verändern. Okay, Dankeschön. Werner. Erste Behandlung war im Mai. Wie hast du das überhaupt wahrgenommen? Ich meine, wie gesagt, ja, wo du das erste Mal hergekommen bist und dann... Ich bin am Sonntagabend ins Hotel gefahren und natürlich mit sehr gemischten Gefühlen, Angst, was kommt auf mich zu, weil es mir ist wirklich nicht gut gegangen. Und ja, ich bin dann am Montagmorgen das erste Mal rein und es ist, glaube ich, keine 10 Minuten gegangen, bis mich der Gerhard ruhig gestellt hat. Und ich habe eigentlich 3 Tage lang nur geschrauben. 3 Tage lang habe ich alles so viel, raus. Alles raus, also der ganze Frust von meinem Leben. Und wie ich später dem vorgestellt habe, ist es dann auch noch von der ganzen Sippe hergekommen, von früher her. Also ich habe so viel in meinem Körper drin gehabt. Das ist unglaublich. Meistens Schuldgefühle trägt man mit sich, die mit einem selbst gar nichts zu tun haben. Man weiß ja gar nicht, um was es eigentlich geht, aber es hat einfach alles raus müssen. Und ich habe mich noch nie so Gefühl erlebt, wie gerade in dieser ersten Woche. Gut, es ist dann weitergegangen, aber es ist einfach einmal, es hat alles raus müssen. Und das ist so befreiend, das ist unglaublich.
Wie war das Gefühl nach dieser Woche, wo du raus bist? Ich bin eigentlich eher euphorisch gewesen, eigentlich ja, mal so, aber es hat sich dann schon gedämpft oder es ist dann in die Normalität gekommen. Aber es ist sehr, sehr vieles einfacher geworden für mich. Ich habe nicht mehr die Gedankenketten gehabt oder es ist einfach wirklich einfacher geworden. Deine Gefühle kannst du heute besser einsetzen, mit ihnen umgehen, sie auch leben? Ich bin viel sicherer geworden. Ich habe ein ganz anderes Körpergefühl jetzt. Das ist nicht mehr vergleichbar. Ich habe vorher mit dem Solar Plexus, wenn ich jeden Tag aufgewacht bin, riesige Spannungen in meinem Solar Plexus. Ich habe das nicht mehr heute. Druck, ne? Immer so. Jetzt muss ich den Zuschauern noch was sagen. Sie sehen es jetzt am Beispiel von Werner und Sie müssen nicht warten, bis Sie in Pension gegangen sind, weil sein ganzes Leben hat ihn das womöglich behindert. Vielleicht hätte er können ganz andere Dinge bewegen auf der Welt, wenn diese Ursache, die aus seiner Kindheit kam, ihn nicht immer irgendwie in seinen Gefühlen, in seinen Entscheidungen behindert hätten. Also trauen Sie sich, das ist ganz wichtig und Sie haben das ja eben von Gerhard gehört, wenn Sie nicht sicher sind, dann besuchen Sie vorher das Seminar, hören Sie sich an, wie das geht, erleben Sie das auf den Liegen, wie es auf Sie wirkt, um dann reinzugehen. Aber an der Stefanie haben Sie gehört, auch wer nicht das Seminar besucht hat, erfährt Hilfe und eine Woche in seinem Leben von vielleicht 70 oder 80 Jahren zu investieren, um diesen ganzen alten Müll oder diesen ganzen Rucksack, den wir tragen, runterzulegen, wegzulegen. Was würdest du dafür geben, wenn du das jetzt vor 30 Jahren hättest können schon machen? Ja, sehr viel. Ja, und okay, aber da hätte Gerhard noch nicht angefangen. Na gut, dann müssen wir sagen, 25 Jahre. Die Frage ist, wenn ich das noch kurz einwerfen kann, ich habe halt das Gefühl, ich habe schon mehrmals gehört, wenn ältere Menschen zu mir gekommen sind, dass ich gesagt habe, Herr Schaffer, ich hätte Sie vor 25 Jahren kennenlernen müssen. Und dann sage ich oft, zu dieser Zeit wäre das Ganze vielleicht nicht so reif gewesen, wie es jetzt ist. Ich glaube schon, dass der Mensch, und es hat mit dem Alter her überhaupt nichts zu tun, ich glaube, dass der Mensch, wenn er spürt, es ist so weit, dass er das einfach spürt, dass es so weit ist und dass der richtige Zeitpunkt dann da ist. Und dass auch dann die richtigen Menschen zueinander geführt werden. Genau, das bin ich fest davon überzeugt. Wobei dazu, und ich nehme an, das war beim Werner so, dann hat man eine Achtsamkeit entwickelt. Man fängt an, wie ein Radar aufzustellen, was könnte denn für mich jetzt das Richtige sein und so weiter. So kenne ich es aus meinem Leben. Wenn ich ein Problem erkannt habe, habe ich immer dann geguckt, okay, wo ist jetzt die Lösung? Dann fängst du an, ganz anders zu agieren. War das bei dir auch so? Ja, ich denke, ja, man wird achtsamer und ich denke, es ist nie zu spät. Ich denke, ein Aufruf an alle, einfach das Leben neu in die Hand zu nehmen und versuchen. Und einem das Lächeln plötzlich ins Gesicht schreibt. Ne? Nee, ganz wichtig, ja. Und ich muss eigentlich am Gerhard auch noch ein Ränzchen winden, wie er mit mir auch geschaffen hat. Er findet immer die passenden Worte, dass er einem hier führt und geht natürlich immer auf Konfrontation. Er geht dort her, wo man nicht hinschauen will, dort, wo es weh tut. Und das macht er aber ihm wirklich sehr, sehr fein. Danke. Und einfach wirklich sehr gut. Das ist ja, ich meine, wenn man Psyche sieht, das sind ja genau Gefühle, Emotionen, wo das ganze Thema Ängste, Neid, Trauer, Hass, was weiß ich, wo alles das drin hängt und alles Erlebte immer wieder. Wir kennen ja das Beispiel, das habe ich vor Jahren mal im Fernsehen gesehen, wo einer das gezeigt hat, wie das mit Kindern funktioniert. Hat immer gesagt, schau, also kleines Kind. Und jetzt sagt der Vater das Klassische, ach, würdest du mal in den Keller gehen, die Flasche Wein ist leer, eine Flasche Wein holen. Kind natürlich, will dem Vater gefallen, tut es, geht die Treppe runter in den Keller, in dem man platzt die Birne. Weil ist halt kaputt gegangen. Also nicht kaputt, die Birne, das Glas runterfällt, sondern die macht und ist aus. Was passiert jetzt? Kind steht plötzlich in der Dunkelheit, erschrickt. Und dann, ah, Mama, Mama. Jetzt gibt es zwei Lösungen, sagt er, wo die Eltern jetzt gefordert sind. Wenn du jetzt hingehst und sagst, ah, du doch nicht blöd und du warst doch im Keller, blablabla. Das heißt, du nimmst die Ängste deines Kindes überhaupt nicht wahr. Wird das Kind die Ängste mit sich tragen, bis es 100 Jahre ist? Das kommt mit 40 in die gleiche Situation, plötzlich geht's Licht aus, ist genau dieses Angstgefühl, batsch, wieder da. Gehen die Eltern aber jetzt hin, nehmen das Kind an die Hand und erklären, sagen, du brauchst keine Sorgen haben, schau, Taschenlampe, guck, Birne raus, machen wir neue Birne rein, jetzt ist wieder Licht, schau, alles ist in Ordnung, nichts ist passiert. Jetzt kann das Kind das verarbeiten und wird nicht mehr in die Situation kommen. Und das, sage ich immer letztendlich, ist das, was der Gerhard jetzt anstelle der Eltern eigentlich oder der Zuständigen nachholt beim Mensch,
diese Gefühle rausholen und sagen, du, das war eigentlich gar nicht so, du hast nur so wahrgenommen. Und niemand hat dir geholfen, aus dieser gedanklichen Sackgasse wieder rauszukommen. Merkst du das oft, dass das alte Muster sind eigentlich, die keine Realität haben, aber angenommen wurden? Also durch den Umstand, dass ich weiß, dass unser Gefühlsleben überhaupt nicht an die Zeit gebunden ist, ist es wirklich so, dass ich den Leuten erklären muss, ein Mädchen zum Beispiel mit Höhenangst, dass ich einem jetzt 19-Jährigen erklären muss, dass sie nicht mehr auf dem Karussell sitzt, wo ihre Geschichte passiert ist. Das klingt jetzt für Außenstehende ganz komisch, aber wenn ich jetzt ein Erlebnis habe, wo eine besondere Situation stattgefunden hat, dann weiß unser Gefühlsleben 20 Jahre später nicht, dass das vorbei ist, sondern sitzt noch immer in dieser Situation. Und wenn ich jetzt 3, 4, 5 solche Erlebnisse habe, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn ich als 50-Jähriger keine Energie für nichts mehr habe. Saugt dort alles muss man ab. Genau, und dort muss man einfach diese Punkte bewusst machen, dem Gefühlsleben bewusst machen, dass diese Sondersituationen längst vorbei sind. Und dort gibt es extreme Erleichterung. Jetzt nochmal eine Frage, Werner. Du hast eben gesagt, ein zweites Mal warst du da. Normalerweise ist es ja, wenn man eine Woche bei ihm ist, ist das Thema erledigt forever. Warum die zweite? Dass bei mir so viel passiert ist, auch in der Vergangenheit, also von der Sippe her. Und bis in der ersten Therapiewoche eigentlich das erste Mal haben wir alles aufdecken und aufschreien. Die ganze Schachtel aufmachen, genau. Dann muss man überall mal reingucken. Haben eigentlich erst in der zweiten Woche können richtig anfangen zu arbeiten. Und da habe ich dann wirklich aufgeräumt wie noch nie, also tonnenweise. Also erleichtert. War der Effekt danach auch da, dass sich in deinem Umfeld auch Dinge verändert haben, dass du vielleicht mit Menschen jetzt keinen Kontakt mehr hattest, mit denen du früher hattest, dass neue Menschen in dein Leben getreten sind? Das hat sich sicher sehr gewandelt, ja. Es wandelt sich auch jetzt, ich meine, das Leben geht weiter, aber man ist befreit und man kann entscheiden, wie man will und man ist wirklich sich selber. Wie würdest du jetzt für dich, wenn du das jetzt für unsere Zuschauer so in 2 Sätzen oder 3 zusammenfasst, das Ergebnis der Behandlung beschreiben? Es ist so, wie das hat mir ein Freund gesagt, der mich erlebt hat, das ist eigentlich wie ein Schmetterling. Zuerst bist du in dem Kokon drin und nachher entfaltet sich die ganze Schönheit. Und man ist einfach wirklich, man ist erleichtert. Mir geht es einfach gut. Das ist das Entscheidende. Ich sage immer, wir müssen nicht fragen, warum es dir gut geht. Entscheidend ist, dir geht es gut. Liebe Zuschauer, zweites Beispiel. Einmal haben wir gehört, es ist nie zu spät. Auch wenn Sie schon im höheren Alter sind, muss man diese ganzen Belastungen nicht mehr mit sich tragen. Je jünger Sie natürlich erkennen, dass Sie in dieser Richtung irgendein Problem haben, dann nutzen Sie die Situation. Wie gesagt, denn glücklich zu sein, ist das Schönste, was Ihnen im Leben passieren kann. Jeden Morgen, wenn wir lächeln, aufzustehen, ist der Tag ganz anders. Keine Verspannungen mehr, kein Unwohlsein. Nicht in der Straßenbahn, im Zug oder irgendwo sitzen und schon sich grämen, weil man jetzt einen Beruf macht, den man gar nicht mehr machen will und andere Dinge. Lösen Sie sich davon und eine der Lösungen ist hier die Praxis von Gerhard Schaffer. Wir haben jetzt noch einen dritten Klienten, eine weitere Dame, die uns ihren Weg erklären will, wie sie es geschafft hat, da rauszukommen. Die wollen wir uns jetzt mal anhören. So, liebe Zuschauer, jetzt haben wir bei uns die Sigrid. Auch Sie wollen wir mal befragen, wie die ganze Situation der Therapie für Sie war, wie sie das erlebt hat und wie das Ergebnis ist. Herzlich willkommen, Sigrid. Schön, dass wir auch mit dir reden dürfen. Sigrid, erste Frage wieder. Wie hast du überhaupt vom Gerhard erfahren? Vom Gerhard erfahren habe ich von meiner Nachbarin. Die hat mich auf dem Feld gesehen mit meinem Hund laufen und hat gesagt, wie siehst du denn aus? Dir geht's nicht gut, du musst zum Gerhard. Und dann hat sie mir erklärt, wer der Gerhard ist und habe ich angerufen. Okay, also schnelle Entscheidung? Schnelle Entscheidung, ja. Und habe dann auch Glück gehabt. Ich habe sehr schnell dann auch, weil jemand ausgefallen ist, einen Termin gehabt und das war für mich fast lebensrettend, muss ich sagen. Ja. Darf ich noch fragen, ohne dass du ins Detail gehst, wo lag deine Problematik? Es gab verschiedene Probleme. Das erste war ein Blutdruck, der sich hat nimmer einfangen lassen, der also ständig bei 200 war. Das zweite Problem, ein Diabetes, der auch nicht zu kontrollieren war. Ja gut,
mein Übergewicht, das übrigens noch 20 Kilo mehr war als jetzt. Wow, gratuliere. Und ja, eine, wie soll ich sagen, ich bin in den letzten 10 Jahren gar nicht mehr, immer weniger aus dem Haus gegangen. Ich hatte so eine Antriebsschwäche, obwohl ich meinen Traumberuf habe. Ich habe 3 gesunde Kinder, die inzwischen erwachsen sind. Es war nicht erklärlich. Und ja, ich wollte eigentlich immer weniger überhaupt da sein, habe mich komplett aus dem Leben. Also abgeschottet, keine soziale Kommunikation mehr mit anderen Menschen, außer Familie wahrscheinlich. Außer Familie und beruflich bedingt, weil ich therapeutisch arbeite. Aber Privatleben gab es eigentlich nicht. Es gab Arbeit und Schlafen. Gerhard, wie war die Situation denn für dich, als du mit der Sigrid angefangen hast zu arbeiten? Ja, generell ist es so, dass wir uns eben nicht aus einem Seminar kennengelernt haben, sondern hier kennengelernt haben. Da gibt es am Anfang, wenn ein Patient kommt, ein sehr ausführliches Erstgespräch, wo ich mir jetzt mit der Erfahrung, die ich habe, auch sehr viel raushören kann. Ich empfehle den Leuten, die zu mir kommen, auch immer einen kleinen emotionalen Lebenslauf zu schreiben, damit sie sich einmal schon zu Hause, was so ganz wenige Leute machen, mit ihrem eigenen Leben einmal auseinandersetzen. Das ist der Punkt, genau. Da gibt es ja Leute, die erzählen mir, dass sie bei diesem Aufstellen des Lebenslaufs zu Hause zu weinen beginnen, dass sie draufkommen, dass sie weit weg von dem sind, was sie sich eigentlich erwünscht haben. Und das ist für mich schon der erste Schritt. Und dann gibt es eben dieses Gespräch. Und weil ich eben ein Therapeut bin, der eher Daten folgen lassen möchte, als zu sprechen und zu sprechen und zu sprechen, beginnt man dann direkt mit der Therapie. Also bei mir in dem Behandlungsraum da drüben eben stattfindet. Und da sind wir direkt sehr intensiv eingestiegen. Auch klassisch eine Woche hier, raus aus der Familie und das ganze Thema durchziehen. Sigrid, wie hast du das dann erlebt? Ich meine, wahrscheinlich hattest du wie die beiden anderen, die wir sprechen könnten, erst auch mal so ein bisschen, wie wird es wohl sein? Wie hast du dann erlebt, wie waren die Tage für dich so von deiner Gefühlsseite her? Haben sich diese Spannungen gelöst und hast dich wieder anerkannt und im Leben gefühlt? Wie war das für dich? Also ich muss sagen, ich hatte keine Scheu am Anfang, weil ich habe den Gerhard gesehen und gemocht und wusste, der kann mir helfen. Das war mir einfach klar. Und also bin da ja mit dem Gedanken, entweder jetzt oder nie, bin ich hier rein. Und ja, ich hatte eher so ein bisschen Probleme, ich kann mich nicht hypnotisieren lassen. Ja, das schafft keiner, aber das war überhaupt kein Problem. War dann das Vertrauen da? Es war das Vertrauen da, ja, und man fühlt sich einfach so gut aufgehoben beim Gerhard und spürt, da kann einem gar nichts passieren. Und auch wenn dann was Heftigeres zutage kommt, er kann damit umgehen und er trägt einen dadurch. Ja, und es war auch sehr, sehr gut, dass ich die 5 Tage da war. Weil zwischendrin, da war ich schon froh, dass es dann auch wirklich wieder direkt weitergeht, weil es doch auch relative Tiefen gab, die ich, glaube ich, jetzt so eine Woche zu Hause oder auch nur, wenn ich hätte nach Hause fahren müssen, nicht so ausgehalten hätte. Und so kam er dann in die Intensität gleich wieder rein und konnte dann auch gut das loslassen insgesamt. Mhm. Und als Abschluss kann ich sagen, ja, ich bin wieder da. Ja, genau, ich wollte sagen, du hast ja im April diesen Jahres die Woche hier mit dem Gerhard die Therapie gemacht. Und wenn du dich jetzt heute, wenn du jetzt zurückreflektierst, 5 Monate, wie würdest du heute deinen Zustand im Verhältnis zu dem vor der Therapie beschreiben? Ja, ich habe den Satz gerade schon wieder schon gesagt. Ich bin wieder da. Ich lebe wieder, ich habe meinen Freundeskreis wieder aktiv, ja, die sehen mich auch wieder, die haben mich vorher gar nicht gesehen. Mein Gewicht ging um 20 Kilo runter, ohne Diät übrigens. Bewusstsein, genau. Ja, derer ich so viele gemacht habe schon, mit dem Erfolg, dass es jedes Mal 5 Kilo mehr waren als vorher, ja. Klassisch. Wie man das so kennt und ja, also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe jetzt fast schon Schwierigkeiten, mich zu erinnern, wie es mir vorher ging. Das ist doch gut so, wenn diese alten Horrorgedanken da weg sind. Weil ich bin im Hier und Jetzt und... Gehst du auch wieder raus? Ja, klar, ich gehe ins Theater, ich gehe zu Ausstellungen, ich gehe zu Freunden, gehe viel mehr mit meinem Hund.
Sehr schön, wunderbar. Sehr schön. Ja. Umfeld nochmal, das haben wir jetzt auch von den beiden anderen Klienten gehört, dass sich nach der Therapie oftmals auch im Umfeld mit den Menschen was verändert oder beruflich was verändert. Hast du da auch Erfahrungen können machen? Gut, beruflich hat sich bei mir insofern nichts verändert, weil ich meinen Traumberuf schon hatte. Aber von den Menschen kriege ich rückgemeldet, was ist denn mit dir passiert? Du siehst ja 10 Jahre jünger aus. Du strahlst ja ganz anders. Was ist los? Was hast du gemacht? Ja. Und dann erzählst du vom Gerhard Schaffer. Dann erzähle ich vom Gerhard Schaffer, so wie mir auch von ihm erzählt wurde. Ja, und ich hoffe, dass noch ganz viele Leute den Weg gehen. Dankeschön, Sigrid. Wir sind auch ganz kurz schon vorm Ende unserer Sendung. Gerhard, letzte 2 Minuten. Wie können wir den Zuschauern vermitteln, wie spüre ich als Mensch das womöglich in meiner Vergangenheit, weil wir sind ja Meister im Verdrängen. Irgendwas begraben ist, ich hatte in meiner Kindheit zum Beispiel das Problem, ich habe oft den Satz gehört, was werden da die Leute sagen, weil ich war ein rechter Rabauke. Ständig hat man versucht, mir einzudrängen, dass ich mich verhalten muss, dass die Leute gut über mich sprechen. Hat 30 Jahre gedauert, bis ich es abhaken konnte, dass mir egal ist, was die Leute über mich denken, dass ich mein Leben leben musste. Wie merke ich, dass ich eigentlich sowas in mir habe, was mich... Ich glaube, dass wenn der Mensch sich einmal, ein einziges Mal am Tisch am Abend hinsetzt und über sein Leben ein bisschen nachdenkt, reflektiert und ganz ehrlich zu sich ist und die Maske runternimmt, die wir alle aufhaben, um draußen anerkannt zu werden und gemocht zu werden, und dann nachdenkt, wie sein Leben wirklich verläuft, bin ich glücklich? Habe ich den richtigen Beruf? Bin ich mit dem richtigen Partner zusammen? Dass er dort schon so viel spüren kann, wenn er ehrlich zu sich ist, ohne dass jetzt ein Tinnitus einen drängen muss, ohne dass ein Schmerz oder eine Angst einen drängen muss. Das sind dann schon Alarmboten. Aber ich glaube, für die Leute, die jetzt nur unter Anführungsstrichen nicht gut schlafen oder unzufrieden sind, dort soll es eigentlich schon klingeln, dann hat man auch nicht so viel zu tun. Das Problem ist, dass viele Leute warten, bis uns irgendetwas so weh tut, dass wir jetzt, egal wie es ausgeht, bereit sind, irgendetwas tun zu müssen. Und dort ist es schon relativ, also nicht schwierig, sondern dort ist schon viel Zeit vergangen, um mit Leuten zu arbeiten. Also ich sage, hellwach durchs Leben gehen und einfach in sich reinspüren und merken, ob ich zufrieden bin oder nicht. Ich danke für das tolle Schlusswort. Herzlichen Dank auch nochmal für die Einladung hierher. Liebe Zuschauer, ich denke, wir konnten Ihnen vermitteln, dass gerade die Dinge, die wir nicht spüren, wenn das Knie mir anstoßt, tut mir das Knie weh. Aber wenn ich plötzlich in mir ständig eine Angst habe, wenn ich irgendwas tue oder ein Unwohlsein ständig mit mir mittragen muss, dann hat das Leben doch keine Qualität mehr. Wir sollen mit Freude und mit einem Lächeln durchs Leben gehen und in einer Zufriedenheit uns wohlfühlen. Und wenn alle die Dinge wir mittragen, obwohl es Menschen gibt, die uns davon befreien können, die uns auf den Weg führen können, wie wir aus diesem Dilemma herauskommen, dann denke ich, sollten wir das nutzen. Ich hoffe, Sie konnten einiges mitnehmen, was auch für Ihre Zukunft von Vorteil sein wird. Das würde mich freuen. Ich bedanke mich, dass Sie heute wieder bei Time to Do dabei waren. Einen schönen Tag noch, einen tollen Abend und eine traumhafte Nacht.